Als Sonys PlayStation 1995 auf den Markt kam, revolutionierten die beeindruckenden Grafiken die Heimunterhaltung. Zum ersten Mal konnten sich Spieler gemütlich vom Sofa aus in wundervoll gestalteten 3D-Welten verlieren. Noch heute können einige Videospiele trotz veralteter Grafik dem Test der Zeit standhalten. Ein großartiges Beispiel dafür ist Spyro the Dragon, das 1998 erschien und gut gestaltete Charaktere und wunderschöne Landschaften präsentierte. Andere Spiele sehen aber einfach aus wie Müllcontainerbrände. 3 Jahre nach Spyro und 6 Jahre nach der Veröffentlichung der Konsole brachte Electronic Arts Harry Potter und der Stein der Weisen heraus. Der Film war ein sofortiger Erfolg, also waren die Erwartungen an das Spiel hoch. Aber aus irgendeinem Grund ist die virtuelle Zaubererwelt mit schrecklich verzerrten Charakteren und einem pixeligen Durcheinander gefüllt. Ihr kennt die Geschichte. Harry kommt nach Hogwarts, freundet sich mit Ron und Hermine an und hängt mit Hagrid ab. Nach einigen Runden Quidditch wird klar, dass einer der Lehrer der Schule mit Voldemort verschmolzen ist und aus dem Weg geräumt werden muss. Doch das Spiel ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Und es ist trotzdem eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Deshalb schauen wir heute zurück auf den ersten Teil der Harry Potter-Reihe für die PlayStation 1. Flipendo! Der sternenklare Himmel dieser Nacht deutete nicht im geringsten darauf hin, dass bald seltsame und mysteriöse Dinge geschehen würden. Als die ahnungslosen Muggels schliefen, fiel ein riesiges Motorrad mit einem Riesen, der breitbeinig darauf saß, aus den Lüften. Der Riese, Hagrid genannt, legte ein weißes Bündel aus Leinentüchern auf die Stufen des Hauses Nummer 4 im Ligusterweg. In diesem Bündel steckte ein Baby, Harry Potter, der Junge, der überlebte. Die darauffolgenden 11 Jahre verbrachte Harry bei seinen furchtbaren Stiefeltern, den Dursleys. Eines Tages jedoch erhielt er einen schicksalhaften Brief. Dieser Brief war die Einladung zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Hagrid nahm Harry mit in die Winkelgasse, um mit ihm einige sehr ungewöhnliche Schulsachen zu kaufen. Kurz darauf stieg Harry in den Hogwarts-Express, der auf Gleis 9¾ auf ihn wartete, und ließ die Muggelwelt weit, weit hinter sich zurück. Harry saß da, mit dem sprechenden Hut auf dem Kopf, und hoffte, dass er nicht nach Slytherin, sondern nach Gryffindor kommen würde. Nicht Slytherin, nein? Flüsterte der Hut in sein Ohr. Du könntest groß sein. Es ist alles da in deinem Kopf. Und Slytherin wird dir auf dem Weg zur Größe helfen. Kein Zweifel? Nun, wenn du dir sicher bist, dann besser nach Gryffindor. Nachdem wir spärlich über Harrys Lebensgeschichte erfahren haben, findet sich dieser in der Eingangshalle von Hogwarts wieder und wird freundlich von dem Schulleiter Albus Dumbledore begrüßt. Neben einigen Belehrungen hat er für Harry auch noch ein paar Weisheiten parat. Schwachkopf, Schwabbelspeck, Krimskrams, Quiek. 4 wundervolle Worte, findest du nicht? Diese Worte sind nicht zufällig gewählt. Im ersten Buch auf Seite 136 kommen sie in Dumbledores Eröffnungsrede in der großen Halle genauso vor. Harry macht sich auf den Weg zum Gemeinschaftsraum der Gryffindors und trifft dort auf dem Weg auf Fred und George, die ihm eine Aufgabe zutragen und Harry mit den Geheimnissen von Hogwarts vertraut machen. Er soll das Schloss nach Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen durchforsten, die dann bei den Weasley-Zwillingen gegen ein Passwort zu einem Porträt eingetauscht werden können. Für das Sammeln von gelben Bohnen erhält Harry den Nimbus 2000. Für blaue Bohnen gibt es eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Die grünen Bohnen verschaffen Harry eine Quidditch-Ausrüstung und die roten den Zauberspruch Flipendo Duo. Im Schloss steht Harry aber erstmal der fetten Dame gegenüber.
Passwort? Caput Draconis. Caput Draconis ist Latein und bedeutet Drachenkopf. Nachdem Harry im Gemeinschaftsraum von Gryffindor kurz die Lage gecheckt hat, beschließt er, das Schloss weiter zu erkunden. Im Zauberkunstkorridor trifft er schließlich auf Ron und sie nehmen die Spur von Draco Malfoy auf, der sich mit Harrys Eule Hedwig aus dem Staub gemacht hat. Oh, 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 wenn das nicht der berühmte Harry Potter ist. Ich bin Draco Malfoy und du tätest gut daran, mich mit Respekt zu behandeln. Suchst du etwa deine Eule? Wie nachlässig von dir, sie einfach so aus den Augen zu lassen. Geh nach Hause zu deiner Mami, Potter. Oh, tut mir leid, du hast ja gar keine, stimmt's? Nachdem Ron versucht hat, Harry wieder aufzubauen, klettern sie über einige Hindernisse und machen sich auf die Suche nach Hedwig. Sie finden einige Federn und plötzlich entscheidet sich Ron dazu, Harry alleine zurückzulassen. Nicht gerade das, was man sich von seinem besten Freund in einer haarigen Situation erhofft. Harry trifft jedoch schnell auf neue Gesellschaft, den Hausgeist von Gryffindor. Hallo, Harry Potter. Ich bin der fast kopflose Nick, der Hausgeist von Gryffindor. Dass dieser sich hier als der fast kopflose Nick vorstellt, ist für den Geist ungewöhnlich. Denn viel übrig hat er für die informelle Anrede Nick eigentlich nicht. Das hat auch gleich mehrere Gründe. Erstens respektiert diese Kurzform seinen adligen Titel nicht. Zweitens hat das Wort Nick im Englischen so seine Tücken. Es kann nicht nur Knast bedeuten, sondern sogar jemanden übers Ohr hauen. Für einen sensiblen Geist wie ihn klingt das nach Spott und Respektlosigkeit. Der fast kopflose Nick heißt mit vollem Namen Sir Nicholas de Mimsey Porpington und er hat sich am 31. Oktober 1492 aus dieser Welt verabschiedet. Er trägt sowas wie eine Strumpfhose, denn auch Geister haben Stil und dazu eine Halskrause, die selbst bei den extravagantesten Zauberern auf Neid stoßen würde. Das Ding ist nicht nur schick, sondern erlaubt es ihm auch, seinen fast kopflosen Zustand zu kaschieren. Sein Kopf hängt nämlich nur noch an einem Hautfetzen, aber mit der richtigen Mode bleibt das unter Verschluss. Nicks besondere Form der Kopflosigkeit hat ihren unangenehmen Ursprung in einem bedauerlichen Missverständnis. In dem Bestreben einer adligen Dame namens Lady Grief, die schiefen Zähne zu richten, ging ein Zauberspruch schief. Statt der gewünschten Korrektur wuchsen der Lady Fangzähne. Im Jahr 1492 waren die systematischen Hexenverfolgungen, die später im 16. und 17. Jahrhundert stattfanden, noch nicht im vollen Gange. Zu dieser Zeit gab es jedoch bereits einzelne Fälle von Menschen, die wegen Hexerei oder Zauberei angeklagt wurden. So also auch Nick. Er wurde sofort gefangen genommen, zu Tode verurteilt und seines Zauberstabs beraubt. Diese unglückliche Wendung verhinderte, dass Nick sich aus seinem Verlies befreien konnte. Er wurde schließlich von den Muggeln hingerichtet, starb aber erst, nachdem er 45 Hiebe mit einer stumpfen Axt überstanden hatte. Allerdings war sein Kopf bei seinem Tod immer noch nicht vollständig abgetrennt und hängt daher immer noch leicht schief an seinem Hals. Die Teilnahme an der Jagd der Kopflosen, wo Geisterwettkämpfe wie Kopfpolo, Kopfhockey und Kopfjonglieren auf Geisterpferden stattfinden, wird Nick leider wiederholte Male verweigert. In einer wagemutigen Kletteraktion erklimmt Harry gefährlich hohe Bereiche des Schulgebäudes und trifft schließlich auf einige orangefarbene Schnecken. Doch Sir Nicholas erteilt Harry direkt eine Lektion in Zauberkunst. Und nimm dich vor den giftigen Schneckenspuren in Acht. Flipendo könnte von lateinischen Wurzeln kommen. Flipare bedeutet stoßen oder schlagen und endo zeigt eine Handlung an. Mit anderen Worten, Harry hat jetzt die Macht, Dinge zu stoßen oder zu schlagen. Er hat jetzt also endlich ein Ass im Ärmel. Mit seinem neu erworbenen Zaubertrick kann Harry nun endlich den Kampf gegen die Schnecken aufnehmen, die ihm den Weg blockieren. Diese orangefarbenen Schleimer sind leider nicht in Newt Scamanders fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind verzeichnet. Es könnte jedoch sein, dass es sich um eine Farbvariante des Streelers handelt. Streeler sind ungewöhnliche magische Riesenschnecken, die im Stundentakt ihre Farbe wechseln. Ursprünglich beheimatet in Afrika, wurden Streeler aufgrund ihres faszinierenden Farbenspiels auch nach Europa eingeführt und gezüchtet. In der magischen Welt gelten sie heute als dekorative Haustiere in Zaubererhaushalten.
Ein weiterer Grund für die kommerzielle Attraktivität dieser Schneckenart ist ihre einzigartige Eigenschaft. Beim Kriechen hinterlassen sie eine Schleimspur, die aus einer hochgiftigen Substanz besteht und als magisches Pflanzengift vermarktet wird. Selbst die hartnäckigen skandinavischen Horklumps, die gegen fast jedes Gift immun sind, bekommen bei Streeler-Schleim kalte Füße. In der Welt der Muggel wurde Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind im März 2001 veröffentlicht, gefolgt vom Spiel am 16. November. Es ist durchaus denkbar, dass die Spieleentwickler sich von Newt Scamanders Werk inspirieren ließen. Nachdem er alle Schnecken besiegt hat, kann Harry mit Flipendo schließlich einige Hindernisse überwinden und ein paar Ratten außer Gefecht setzen. Außerdem wird er von einer unheimlichen Gestalt beobachtet. Schließlich stößt Harry auf Neville, der von schwebenden Büchern angegriffen wird und dringend Harrys Hilfe benötigt, um dieser misslichen Lage zu entkommen. Man könnte sagen, Neville hat sich in eine buchstäbliche Klemme manövriert. Er berichtet, dass Draco ihn einfach hier hat hängen lassen, während er mit Harrys Eule im Schlepptau verschwunden ist. Nach ein wenig Verteidigung gegen die schwebende Literatur können die zwei Hedwig aber bergen. Zusammen mit Neville und der befreiten Eule machen sie sich wieder auf den Weg und stoßen auf Ron. Dabei erleben sie ein emotionales Wiedersehen. Ich hoffe, das wird Malfoy eine Lehre sein. Hi, ich bin Neville. Ich bin auch in Gryffindor. Harry hat mir dabei geholfen, ein paar umherflatternden Büchern zu entkommen. Schön, dich zu sehen, Neville. Komm, lass uns weitergehen. Alles okay. Geht schon mal vor. Ich glaube, ich habe meine Kröte Trevor verloren. Los, Harry, lass uns gehen. Kaum in die Freiheit entlassen, kommt Hedwig direkt mit einem Besen zurück und Ron bringt Harry zu Madame Hooch zum Flugunterricht. Ron wartet derweil noch verzweifelt auf seinen Besen, da seine Eule sich höchstwahrscheinlich wieder verflogen hat. Während Harry also schon seine erste Flugstunde absolviert und die ersten magischen Erlebnisse bereits hinter sich hat, kann Ron noch nicht mal einen Zauberspruch. Während Harrys erstem Jahr müsste Madame Rolanda Hooch bereits 80 Jahre alt sein. Sie erlernte das Besenfliegen auf einem Silberpfeil, einem damals einzeln angefertigten Besen, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts produziert wurde und später nicht mehr hergestellt wurde. Nachdem Harry die Flugstunde erfolgreich absolviert hat, trifft er wieder auf Ron, der in der Zwischenzeit Hermine kennengelernt hat und Harry direkt mit ihren Charaktereigenschaften vertraut macht. Ron ist ein Naturtalent des Vergessens und hat natürlich seine Zauberfibel irgendwo versauern lassen. Also begleitet Harry Hermine alleine zum Zauberkunstunterricht, um Wingardium Leviosa bei Professor Flitwick zu lernen. Pünktlich zu sein ist hier gar nicht so einfach. Seit über 40 Jahren teilt Professor Filius Flitwick sein umfangreiches Wissen als Lehrer für Zauberkunst. Der stets freundliche und hochgeschätzte Pädagoge ist so klein von Statur, dass er sich auf einen Stapel Bücher stellen muss, um über das Lehrerpult blicken zu können. Trotz seiner geringen Größe beeinträchtigt dies aber keineswegs seine magischen Fähigkeiten. Professor Flitwick hat nämlich nicht nur seinen festen Platz im Klassenzimmer, sondern auch eine bemerkenswerte Vergangenheit als talentierter Zauberer-Duellant in seiner Jugend. Nach der Unterrichtsstunde bekommt Harry durch Hedwig erneut einen Brief. Hagrid, immer ein Freund des gemütlichen Beisammenseins, lädt Harry kurzerhand auf eine Tasse Tee ein. Doch Harrys Besuch zu Hagrid wird mal wieder unterbrochen. Malfoy, der das Charisma einer abgelaufenen Zaubertrankzutat hat, will sich erneut mit ihm anlegen. Diesmal mit explodierenden Zauberknallbonbons. Alleine kann er es jedoch nicht mit Harry aufnehmen und erholt seine menschlichen Kühlschränke Crab und Goyle dazu. Natürlich schaffen es die drei Schleimbeutel nicht, Harry auch nur annähernd in Gefahr zu bringen und er setzt seinen Weg zu den Schlossländereien fort. Dort trifft er endlich auf Hagrid. Im Film war dieser der Liebling aller, der sanfte Riese mit einer Schwäche für magische Kreaturen. Hier hat man ihn auf seltsame Weise in ein kantiges Monster verwandelt. Schön, dich zu sehen. Das sind die Ländereien von Hogwarts. Ich bin der Wildhüter. Muss zum Kräuterkundeunterricht. Professor Sprout wartet schon im Gewächshaus. Komm doch später mal auf eine Tasse Tee vorbei. Muss dich was fragen. Meine Hütte steht auf den Ländereien.
Nach einem kurzen Pläuschchen schickt er Harry aber erstmal zum Kräuterkundeunterricht und es steht erneut ein Rennen an. Schließlich steht der Professor Sprout gegenüber, der Lehrerin für Kräuterkunde und der Hauslehrerin der Hufflepuffs. Diese kleine rundliche Hexe ist bekannt dafür, immer gute Laune zu verbreiten. Ihr zerzaustes Haar wird in der Regel von einem spitz zulaufenden Flickenhut bedeckt, während ihre Kleidung und Fingernägel durch die Arbeit in den Gewächshäusern häufig mit Erde bedeckt sind. Als Hauslehrerin der Hufflepuffs kümmert sie sich liebevoll um das Wohl ihrer Schützlinge und fördert ihre einzigartigen Talente und Fähigkeiten. Obwohl ihr das Wohl der Pflanzen am Herzen liegt, lernt Harry von ihr den Zauberspruch Incendio, was ebenfalls aus dem Lateinischen kommt und so viel wie ich zünde an bedeutet. Den neu erlernten Zauber testet Harry auch direkt an einer springenden Knolle. Eine der magischen Pflanzenarten, deren zauberhafte Eigenschaften sich durch lebhafte Eigenbewegungen offenbaren. Die genaue Verwendung dieser magischen Pflanzen bleibt jedoch im Dunkeln. Es ist unklar, ob die springenden Knollen in der Zaubertrankherstellung Anwendung finden, ob sie eher als magisches Spielzeug oder für andere unentdeckte Zwecke verwendet werden. Harry sollte diesen eigentlich erst in seinem 4. Schuljahr begegnen. Professor Sprout züchtet einige dieser Pflanzen in einem ihrer Gewächshäuser. Harrys Kennenlernen mit dieser Pflanzenart ist relativ schmerzhaft. Beim Umtopfen springt ihm eine der Knollen ins Gesicht. Auch der Zauberspruch Incendio kommt im 4. Band erstmals vor. Arthur Weasley verwendet ihn erstmals laut ausgesprochen, um ein Feuer im Kamin bei den Dursleys im Ligusterweg Nummer 4 zu machen. Es scheint ein bisschen, als hätte sich der zu diesem Zeitpunkt zuletzt erschienene Band ein wenig bei den Entwicklern eingeprägt. Nach dem Unterricht erzählt ein Ravenclaw namens Raymond Harry, dass sein Kätzchen in den Brunnen gefallen ist. Harry ist davon zunächst aber nicht sonderlich beeindruckt. Er hat schließlich Wichtigeres vor, nämlich Hagrid. Doch vorher trifft er erneut auf Ron, der ihm die tragische Geschichte seines Knuddelmuffs erzählt. Immer noch geprägt von diesem Ereignis, sucht er das Weite. Wieder ein Hinweis, dass die Entwickler des Spiels gut recherchiert haben. Denn das ist eigentlich nur eine Randnotiz in der Muggelversion von Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ein Knuddelmuff erfreut sich großer Beliebtheit als Haustier unter Zauberern. Er ist von kleiner Statur, herrlich friedlich und strahlt in einem bezaubernden Vanillegelb. Er genießt es besonders, gekuschelt zu werden, und man kann ihn problemlos durch die Luft wirbeln. Seine Pflege gestaltet sich mühelos und er gibt einen zufriedenen Summton von sich, wenn er sich wohlfühlt. Gelegentlich entfaltet sich aus dem Inneren dieses zauberhaften Wesens eine lange rosafarbene Zunge. Mit dieser verschlingt der Knuddelmuff alles, was ihm in die Quere kommt. Staub, Abfall und vor allem den Naseninhalt von Zauberern. Man könnte ihn also als niedlichen Reinigungsfanatiker bezeichnen. Passend, dass Harry ihn mit allerhand Büschen vollstopfen muss, um seinen Weg fortsetzen zu können. Kaum bei Hagrid angekommen, wird Harry in eine zwielichtige Gegend des Schlosses geschickt, um Feuersamen zu suchen. Warum? Hagrid hält sich bedeckt. Doch auf dem Weg dahin wird er von Neville gestoppt, der ihn vor einem riesigen Monster warnt. Das Monster entpuppt sich als lebendig gewordener Steinwasserspeier mit Flügeln, heraufbeschworen von der düsteren Gestalt. Harry nimmt die Herausforderung ohne Probleme an und setzt anschließend seine Suche nach den Feuersamen fort. Dort warten einige tödliche Hindernisse, die der Erstklässler erfolgreich überwindet. Endlich im Besitz der kostbaren Feuersamen kehrt er zu Hagrid zurück, bereit, das Geheimnis zu lüften, für das er beinahe sein Leben riskiert hat. In meinem Zuhause, Harry. Ist zwar klein, aber bestimmt geräumiger als dein Schrank unter der Treppe, ne? Aus dem Ei, das Hagrid aus der schmuddeligen Kneipe namens Eberkopf erhalten hat, schlüpft der norwegische Stachelbuckel Norbert. Diese Art gehört heutzutage zu den seltenen Drachenarten, da die äußerst aggressiven Stachelbuckel auch andere Mitglieder ihrer eigenen Art attackieren. Ähnlich wie der ungarische Hornschwanz ist der norwegische Stachelbuckel mit einer schwarzen Panzerung versehen. Die namensgebenden Stacheln auf seinem Rücken sind in Wirklichkeit ein Kamm aus scharfen, pechschwarzen Zacken, die dieser Drache als äußerst gefährliche Waffe in Kämpfen einsetzt. Er erlernt die typische drachenhafte Fähigkeit des Feuerspeins ungewöhnlich früh, nämlich bereits 1 bis 3 Monate nach dem Schlüpfen. An die ursprüngliche norwegische Heimat angepasst, weicht die Nahrung des norwegischen Stachelbuckels von den anderen Drachenarten ab. Überraschenderweise erbeutet diese spezielle Drachenart auch größere Meeressäugetiere, insbesondere die vor der norwegischen Küste gelegentlich vorkommenden Jungwale.
Ein unbestätigter Bericht aus dem Jahr 1802 schildert, dass ein junger Wal von einem Stachelbuckel gerissen wurde. Dafür, dass Harry Hagrid geholfen hat, erhält er von dem Halbriesen das Buch Quidditch im Wandel der Zeiten. Ein wahres Juwel aus der Schulbibliothek von Hogwarts. Selbstverständlich bietet es eine umfassende Erklärung zu Quidditch. Von Spielern über Bälle, Regeln und Fouls bis hin zu raffinierten Spielstrategien und internationalen Teams. Alle Facetten dieses Sports werden gründlich behandelt. Doch darüber hinaus gewährt das Buch einen Einblick in die faszinierende Entwicklung der fliegenden Besen. Von einfachen Fortbewegungsmitteln zu den wendigen und schnellen Transportmitteln, die sie in der modernen, magischen Gesellschaft sind. Dabei werden auch zahlreiche interessante Ereignisse und gesellschaftspolitische Entwicklungen am Rande beleuchtet. Doch dieses Buch ist offensichtlich vom Besen gefallen und Harry wird es nicht lange sein eigen nennen können. Er trifft schließlich erneut auf Ron und passend zum Titel des Buches machen sie sich auf den Weg zum Quidditch-Feld. Dort kommt Neville erneut hilfesuchend zu Harry. Draco hat sein Erinnermich gestohlen. Eine wilde Verfolgungsjagd auf dem Besen beginnt, bei der Harry geschickt den Klatschern ausweichen muss. Am Ende zerstört er Dracos Besen, schnappt sich das gestohlene Objekt und gibt es Neville zurück. Der arme Kerl kann nun endlich herausfinden, wo seine Kröte abgeblieben ist. Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe Trevor in der Nähe des Unterrichtsraums für Kräuterkunde gelassen. Es gibt dort Pflanzen, die Kröten verspeisen. Plötzlich taucht Professor McGonagall auf und weist Harry kurzerhand zum Sucher von Gryffindor und schickt ihn prompt zu seinem ersten Spiel gegen Hufflepuff. Nach dem Sieg im Quidditch folgt natürlich der obligatorische Snape-Auftritt. Dieser nimmt ihm das Buch, was Hagrid ihm geschenkt hat, wieder ab, da es offensichtlich aus der Bibliothek entwendet wurde. Außerdem verdächtigt er Harry und Ron, ein Faultierhirn gestohlen zu haben. Kein Unterricht, bis das Hirn wieder auftaucht. Er hinterlässt den beiden außerdem eine Karte, die Ron sofort als das Werk von Fred und George identifiziert, die das Hirn versteckt haben. Mithilfe der Karte finden sie einen alten verfallenen Bereich mit einer rostigen Tür. Mit Alohomora können sie die Tür öffnen, et voilà, das Faultierhirn ist gerettet. Kurz darauf erreicht Harry einen Brief von Hedwig mit der Unterschrift von Hermine, die sich bereits als Harrys Freundin bezeichnet, obwohl die beiden noch kein Wort miteinander gewechselt haben. Bevor es zu einem Treffen kommt, bringt Harry Snape aber das Faultierhirn zurück. Doch Ron weigert sich mitzukommen, da er zu viel Angst vor dem Professor für Zaubertränke hat. Als Harry schließlich auf Hermine trifft, hat sie eine Idee, wo sich der aus Gringotts gestohlene Gegenstand befinden könnte. Ein bisher unerwähntes Thema. Um Harry mit Fragen zurückzulassen, zwingt sie ihn jedoch zuerst zum Zaubertrankunterricht. Dort lernt er das Brauen eines Mega-Powertranks. Aber Snape ist nur mäßig zufrieden mit seinen Leistungen und schickt ihn in einen Nebenraum, um Feuerfliegen zu besorgen. Hier begegnet Harry erneut der düsteren Gestalt, die ihn tiefer in die Kerker verfrachtet. Bergtrolle sind hier gar kein Problem. Ein paar Pilze hier, ein paar Pilze da und schon sind sie außer Gefecht gesetzt. Er findet schließlich auch Raymonds Kätzchen, das in den Brunnen gefallen ist und kann es mit Wingardium Leviosa zurück zu seinem Besitzer bringen. Um selbst wieder lebend oben anzukommen, stehen Harry jedoch einige Hindernisse bevor. Ein schlafender Troll bewacht einen Schlüssel unter einem Käfig. Mit äußerster Vorsicht muss Harry den Schlüssel stehlen, um seinen Weg fortsetzen zu können. Nachdem er weitere Trolle mit Pilzen ausgeschaltet hat, findet er schließlich die Feuerfliegen und kehrt in den Zaubertrankraum zurück. Danach eilt er direkt zum nächsten Unterricht: Verteidigung gegen die dunklen Künste bei Professor Quirrell. Verdimelius könnte ebenfalls aus dem Lateinischen stammen. Verdi von Vertro für verändern oder umdrehen und Milius von Mille für 1000. Das könnte bedeuten, dass der Zauberspruch eine Art Veränderung oder Umkehrung von 1000 darstellt. Einfacher gesagt, Harry ist nun in der Lage, eine Vielzahl von Elementen zu verändern oder umzukehren. Oder auch Dinge sichtbar zu machen. Nach dem Unterricht taucht Hermine auf und erzählt Harry von Dingen, von denen er keine Ahnung hat. Ohne viele Fragen zu stellen, entschließt er sich, ihren Anweisungen zu folgen. Zuerst trifft er jedoch auf Sir Nicholas. Harrys Weg wird von schwarzmagischen Flüchen blockiert, die er nun brechen muss. Hogwarts, der sichere Ort für alle Kinder mit einem Hang zur Selbstgefährdung. Auf seinem heldenhaften Weg der Verzweiflung trifft Harry dann auch noch auf Peeves, der Hogwarts Antwort auf eine Dauerbaustelle ist.
Der Quälgeist ist ständig bestrebt, so viel Chaos und Unruhe wie möglich zu verbreiten. Als Poltergeist war Peeves nie wirklich lebendig und kann als unsterbliches Katastrophenwesen auch direkt in das Leben der Schule eingreifen, indem er Gegenstände umwirft und an jedem beliebigen Ort in Hogwarts einfach auftaucht. Der einzige, der Peeves im Griff hat, ist der Hausgeist der Slytherins, der blutige Baron. Es gibt jedoch noch zwei Schüler, denen Peeves widerwillig gehorcht. Die Weasley-Zwillinge. In ihrem Auftrag, Professor Umbridge das Leben zur Hölle zu machen, zeigt sich der Poltergeist äußerst gewissenhaft. Anschließend begegnet Harry auf seinem Weg einigen zum Leben erwachten Rittern und muss einen beschwerlichen Weg hinter sich bringen, bei dem er auf einige Feuerkrabben trifft. Diese gehören zum Prüfungsstoff bei den ZAGs im 5. Schuljahr, was die Anwesenheit dieser Wesen in der Schule erklären könnte. Die Feuerkrabbe wird von Newt Scamander als eine eigenartige magische Schildkröte beschrieben, deren Panzer dicht mit kostbaren Juwelen besetzt ist. Aufgrund des begehrten Panzers, der zu exorbitanten Preisen als Luxus-Zaubertrankkessel gehandelt wird, wurde ein Schutzgebiet für diese faszinierenden Wesen eingerichtet. Dieses Gebiet erstreckt sich entlang der Küste ihrer Ursprungsinseln, den Fidschi-Inseln. Obwohl die Feuerkrabben an verschiedenen Orten leben können, wurden spezielle Schutzmaßnahmen ergriffen, um ihre Lebensräume zu bewahren. Aufgrund ihrer exotischen Erscheinung und der magischen Eigenschaften ihres Panzers sind Feuerkrabben sogar in Großbritannien als Haustiere erlaubt, allerdings nur mit einer speziellen Haltergenehmigung. Der Umgang mit Feuerkrabben erfordert jedoch eine besondere Vorsicht, da diese Wesen sich durch kleine, feurige Explosionen ihres Hinterteils fortbewegen und sich auch gegen tatsächliche oder vermeintliche Angriffe verteidigen. Selbst der Versuch, eine Feuerkrabbe zu füttern, kann daher zu einem brenzlichen Unterfangen werden. Nachdem Harry erfolgreich alle Flüche gebrochen hat, kehrt er zu Sir Nicholas zurück. Der gute Sir hat natürlich sofort eine Theorie parat. Jemand hat mutwillig versucht, Schüler daran zu hindern, ihren Weg fortzusetzen. Wirklich. Sherlock Holmes würde vor Neid erblassen. Dennoch schafft Harry es schließlich, rechtzeitig zum Verwandlungsunterricht bei Professor McGonagall, wo der Zauber Aviforce auf dem Lehrplan steht. Aviforce setzt sich aus den lateinischen Wörtern Avis für Vogel und Force für Glück oder Zufall zusammen. Harry kann nun also riesige Statuen in federleichte Vögelchen verwandeln. Sehr nützlich im magischen Alltag. Doch die Freuden des Schulalltags hören hier nicht auf. Peeves, der wandelnde Ärger, entscheidet sich, Harry ein weiteres Mal zu plagen. Er beklaut Harry und statt in Ruhe zum nächsten Unterricht zu schlendern, wird dieser nun von Peeves auf den rutschigen Dachbalken des Speichers für eine wilde Verfolgungsjagd entführt. Nach einem Himmelfahrtskommando über die mit Flubberwurmschleim übersäten Dachbalken nimmt Harry Peeves schließlich das gestohlene Gut ab und erhält den Tarnumhang. Potter Schuppel, das ist nicht fair. Peeves war noch nicht bereit. Hier, Peeves will dein doofes Geschenk gar nicht. Da hast du es. Dein Vater hat mir diesen Tarnumhang vor seinem Tode zur Aufbewahrung überreicht. Nun ist die Zeit gekommen, ihn dir zu geben. Gebrauch ihn klug. Mit diesem setzt er seinen Weg zum verbotenen Korridor im 3. Stock fort. Dort lauscht er einem heimlichen Gespräch zwischen Snape und Filch und folgt Snape durch einen geheimen Gang. Anschließend muss er gut darauf Acht geben, nicht von Filch und Mrs. Norris erwischt zu werden. Sein Weg führt ihn schließlich zum Spiegel der Hagrid. Im Spiegel Nerhegib konnte Harry seine Eltern, James und Lily Potter, sehen. Harry starrte sie sehnsüchtig an, fast so, als hoffe er, durch das Glas zu ihnen zu gelangen. Er erstarrte, als er plötzlich ein Geräusch hinter sich hörte. Harry drehte sich langsam um. Wie hunderte Menschen vor dir hast du die Freuden des Spiegels Nerhegib entdeckt, sagte Professor Dumbledore. Er erklärte Harry, dass man in diesem Spiegel nichts anderes als seine tiefsten und verzweifelsten Herzenswünsche sehe.
und auch, dass man aus ihm weder Wissen erlangen, noch die Wahrheit in ihm erkennen könne. Der Spiegel Narrygabe kommt bald an einen neuen Platz, erklärte Dumbledore. Dann fügte er hinzu, dass Harry nun gewappnet sei, falls er noch einmal auf den Spiegel stoßen würde. Gewappnet? Aber wofür denn? Dachte Harry. Gerade als Harry dieses Ereignis verarbeiten will, trifft er auf Ron, der Feuer und Flamme dafür ist, Hermine vor einem Bergtroll zu retten. Durch riesige Löcher in der Wand folgen sie diesem zum Mädchenklo. Sie treffen auf das hässliche Wesen und liefern sich eine gefährliche Verfolgungsjagd. Als sie schließlich bei den Toiletten ankommen, kämpfen sie gegen den riesigen Unhold, können ihn schließlich besiegen, lassen ihn liegen und hauen einfach ab. Eigentlich alles richtig gemacht. Wenn etwas schwierig wird, einfach abhauen. Erschöpft von diesem Kampf erhält Harry plötzlich einen Brief, der ihn unverzüglich zum Quidditch-Platz ruft. Denn das Spiel Gryffindor gegen Ravenclaw steht bevor. Das ist natürlich perfektes Timing, denn nach einem Trollkampf braucht man nichts dringender als einen fliegenden Besen unter dem Hintern. Harry geht natürlich siegreich vom Platz und trifft anschließend auf Hagrid. Dieser ist ziemlich niedergeschlagen, da sein Liebster Norbert krank ist und er bittet Harry, ihn in die Winkelgasse zu begleiten. Dort müssen sie eine Pfauenfeder, eine Uhu-Feder und 3 Warzen einer violetten Kröte besorgen. Doch bevor sie ihre Mission beginnen können, benötigen sie Geld. Harry gibt natürlich großzügig aus, während Hagrid sich im tropfenden Kessel entspannt. Um an das Verlies zu kommen, muss Harry jedoch erst auf frisch gewischten Boden einige Formulare einsammeln. Denn in der magischen Welt wird das Einkaufen erst richtig interessant, wenn man sich durch bürokratische Höllen gequält hat. Für die Knuts, Sickel und Galeonen muss Harry je einmal Formulare einsammeln gehen. Alle Währungen befinden sich auch in unterschiedlichen Verliesen. Ist das alles erledigt, kann er sich an der Seite eines Kobolds in einem Kohlekarren auf dem Weg durch die Minen machen, um das Geld einzusammeln. Nun muss Harry aber auch noch für Hagrid einkaufen und begibt sich dafür zuerst in die magische Menagerie. 3 Warzen einer lilanen Kröte erhält Harry hier für eine Galeone, was ca. 22 Euro entspricht. Doch zuerst muss er die violette Riesenkröte finden. Er erledigt auch das und macht sich anschließend auf den Weg zu Ollivander. Hier erhält er für 3 Knuts eine Pfauenfeder, was ungefähr 15 Cent entspricht. Doch die Beschaffung der Feder gestaltet sich als Herausforderung. Harry muss sich dem Tier vorsichtig nähern, um ihm ohne die Hilfe seines Zauberstabs eine Feder zu entlocken. Ist das geschafft, geht es für Harry in Aelops Eulenkaufhaus. Hier hat Hagrid auch die Schneeeule Hedwig gekauft. Für 3 Sickel gibt es hier eine Uhu-Feder, also für etwa 4 Euro. Auch hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Harry muss den Uhu zunächst füttern, damit er einschläft, und ihm dann vorsichtig eine Feder entnehmen. Nachdem Hagrid ausreichend seine Aufsichtspflicht vernachlässigt hat, kehren sie in seine Hütte zurück, um Norbert zu heilen. Harry, Ron und Hermine verbrachten einen großen Teil ihrer Freizeit in Hagrids Hütte und versuchten, ihn davon zu überzeugen, dass er Norbert, seinen heißgeliebten Drachen, nicht behalten könne. Schließlich, nachdem die 3 lange auf ihn eingeredet hatten, gelang es ihnen, Hagrid zu überzeugen. In dieser Nacht brachte Harry Norbert zum höchsten Turm. Rons Bruder, Charlie, hatte dafür gesorgt, dass der Drache auf dem höchsten Turm abgeholt und von dort aus nach Rumänien gebracht wurde. Als die Sache mit Norbert erledigt war, wurde Harry von Professor McGonagall geschnappt und bestraft. Malfoy war daran natürlich nicht ganz unschuldig. Zur Strafe wurde Harry in den verbotenen Wald geschickt, um dort nach einem verletzten Einhorn zu suchen. Wir haben jetzt also weder eine Ahnung, wofür genau Harry bestraft wurde, noch was Malfoy damit zu tun hat. Doch nun steht für den Erstklässler als Strafe ein Abstecher in den verbotenen Wald an, um ein verletztes Einhorn zu finden. Trotz des Verbots für Schüler ist Harry überraschend oft auf sich allein gestellt. Er stellt sich einigen Gefahren und muss es mit einer Feuerkrabbe aufnehmen, die ihm aber auch den Weg freifeuert.
Schließlich trifft Harry auf Malfoy, der ihm etwas von Hagrid ausrichtet, aber dann direkt wieder verschwindet. Die Reise durch den Wald wird dadurch aber nicht leichter, da Harry sich mit weiteren Feuerkrabben auseinandersetzen muss, um seinen Pfad fortzusetzen. Schließlich trifft er auf Hagrid, der zwar spürt, dass im Wald Unheil lauert, aber Harry dennoch lieber wieder allein zurücklässt. In der Stille des Waldes stößt Harry auf das verletzte Einhorn, begleitet von der finsteren Gestalt, die ihm bereits im Schloss begegnet ist. Plötzlich beginnt seine Narbe zu schmerzen und Harry erfährt erstmals von dem, dessen Name nicht genannt werden darf. Wurde Harry von einem Zentaur namens Firenze gerettet, der ihn dann auf seinem Rücken in Sicherheit brachte. Firenze erklärte, dass Einhornblut jemanden, der nur eine Handbreit vom Tod entfernt sei, am Leben erhalten könne. Harry wurde klar, dass der vermummte Mann, den er auf der Lichtung gesehen hatte, er, dessen Name nicht genannt werden darf, war Lord Voldemort. Zudem überreicht Hagrid Harry eine Flöte und erklärt ihm alles, was er über Fluffy wissen muss, von dem vorher aber noch nie die Rede war. Die Flöte probiert Harry auch direkt an einer Eule aus. Nachdem Harry Hagrids Hütte verlassen hat, geht alles ziemlich schnell. Denn plötzlich weiß Hermine von Nicholas Flamel, dem Stein der Weisen und Fluffy. Ich denke schon. Nicholas Flamel gab es übrigens wirklich. Dieser wurde wahrscheinlich im Jahr 1330 geboren und verstarb 1413, obwohl traditionelle Quellen das Todesjahr auf 1418 setzen. Er war ein erfolgreicher französischer Schreiber, Schriftsteller und Handschriftenhändler, der möglicherweise auch im Immobiliengeschäft tätig war. Er erlangte Berühmtheit als Alchemist, dem nachgesagt wird, den Stein der Weisen gefunden und die Unsterblichkeit erlangt zu haben. Es ranken sich zahlreiche Legenden um Nicholas Flamel, besonders in Bezug auf seine vermeintliche Alchemie-Expertise. Gemäß einiger Quellen ist sein Ruf als Alchemist jedoch höchstwahrscheinlich eine spätere Legende. Die Entstehung dieser Legende lässt sich möglicherweise darauf zurückführen, dass man sich Flamels Reichtum zu seinen Lebzeiten nicht erklären konnte. Es gibt keine klaren Hinweise darauf, dass er sich tatsächlich mit Alchemie beschäftigte oder als Autor eines alchemistischen Werks bekannt ist. Obwohl Nicholas Flamel wohl niemals wirklich die sagenhaften Erfolge des Steins der Weisen in der Alchemie erringen konnte, bleibt sein Name fest im Gedächtnis der Menschen verankert. Künstler, Schriftsteller und Geschichtenerzähler haben über die Jahrhunderte hinweg seine Geschichte aufgegriffen und sie lebendig gemacht. Durch die Überlieferung seiner Geschichten hat Nicholas Flamel trotzdem auf eine Art und Weise Unsterblichkeit erlangt. Harry, Ron und Hermine machen sich auf den Weg in den dritten Stock, um sich den Stein der Weisen zu holen. Ron hat ebenfalls schon die Vermutung, dass jemand ihnen zuvorkommen könnte. Mit der Flöte von Hagrid und dem Lied, das er Harry beigebracht hat, können sie Fluffy problemlos zum Einschlafen bringen. Anschließend springen sie in die Tiefe hinab und landen in einer Teufelsschlinge, einer gefährlichen magischen Killerpflanze. Diese Pflanze zeichnet sich durch ihre langen Tentakel aus, mit denen sie ihre Opfer gefangen nimmt, unerbittlich umwickelt und schließlich erdrosselt. Die Teufelsschlinge gedeiht besonders gut in dunklen und feuchten Umgebungen. Was die Pflanze besonders tückisch macht, ist die Tatsache, dass sie in Form einer Topfpflanze leicht mit einer harmlosen Flitterblume verwechselt werden kann. Diese Tarnung macht es schwierig, sie auf den ersten Blick zu identifizieren und potenzielle Opfer könnten sich unwissentlich in Gefahr begeben. Bei der Berührung oder Annäherung reagiert die Teufelsschlinge schnell und fängt ihre Beute mit ihren umschlingenden Tentakel. In einem nervenaufreibenden Kampf muss Harry zunächst die Tentakel mit dem Zauber Flipendo außer Gefecht setzen, um sie dann mit Incendio zu verbrennen. Nach erfolgreicher Befreiung von Ron und Hermine setzen sie ihre Suche nach dem Stein der Weisen fort. Im nächsten Raum wird Harry aufgefordert, seine Quidditch-Kenntnisse unter Beweis zu stellen, indem er auf einem Besen den richtigen Schlüssel aus Hunderten von Schwebenden wählt. Nach dieser Herausforderung führt ihr Weg durch einen staubigen Korridor voller Spinnenweben zu einem riesigen Schachbrett. Obwohl Ron bereits versucht hat, das Schachspiel zu meistern, ist er zu schwach und Harry übernimmt die Rolle des Spielers. Das Schachbrett ist tatsächlich ziemlich anspruchsvoll. Schließlich gelingt es ihm aber, den Weg freizumachen, während Hermine und er den verletzten Ron einfach zurücklassen. Die beiden stoßen auf einen verschlafenen Bergtroll, dem Harry alle möglichen Gegenstände aus dem Weg zaubern muss, damit er nicht stolpert und aufwacht, bevor er schlaftrunken in ein tiefes Loch fällt. Währenddessen versucht Hermine, eine Tür zu öffnen.
Im nächsten Raum stellt sich ihnen ein Rätsel von Snape. Unter vertauschten Bechern muss Harry den richtigen Zaubertrank finden, der zusätzlich aber noch von einem angriffslustigen Ritter beschützt wird. Mit dem gefundenen Eistrank überwindet er schließlich das Feuer, das den Weg versperrt. Doch es gibt nur genug Trank für eine Person und Hermine bleibt zurück. Schließlich steht Harry der bedrohlichen Gestalt gegenüber, gefolgt von einer Legion von finsteren Rittern, die von dieser heraufbeschworen zu sein scheinen. Trotz der Übermacht der Ritter gelingt es Harry, sich seinen Weg zu bahnen und schließlich erneut vor dem Spiegel der Hagrid zu stehen. Im Spiegelbild hält er den glänzenden Stein der Weisen in seinen Händen. In diesem Moment enthüllt sich die bedrohliche Gestalt als Professor Quirrell. Das Gesicht, welches von seiner Turbanrolle umhüllt war, offenbart sich nun in all seiner finsteren Absicht. Harry tritt gegen ihn bzw. gegen den dunklen Lord an und nutzt dafür den Spiegel zur Hilfe. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was genau hier gerade passiert. Also im Ernst jetzt, was zur Hölle ist das? Still Potter! Still Potter! Still Potter! Nach einem anstrengenden Kampf erwacht Harry schließlich erschöpft im Krankenflügel und wir erfahren grob, wie die Geschichte ausgeht. Dumbledore lächelte. Was unten in den Kerkern zwischen dir und Professor Quirrell geschehen ist, ist zwar vollkommen geheim, doch natürlich weiß die ganze Schule davon, sagte er. Der Stein wurde zerstört. Aber Harry meinte, dass Voldemort möglicherweise versuchen würde, auf einem anderen Weg zurückzukommen. Dumbledore nickte, denn auch er befürchtete dies. Wie auch immer, Harry. Vielleicht haben wir seine Rückkehr an die Macht nur hinausgezögert. Aber wer weiß, vielleicht schafft er es auch nie mehr, wieder an die Macht zu gelangen. An diesem Abend ging Harry allein den Weg hinunter zum Jahresabschlussfest. Die große Halle war in den Farben der Slytherins, grün und silber, ausgeschmückt. Denn sie hatten in diesem Jahr den Hauspokal gewonnen. Als Harry hereinkam, trat plötzlich Schweigen ein. Er setzte sich zwischen Ron und Hermine und versuchte, die Schüler nicht zu beachten, die ihn alle anstarrten. Das Haus mit den meisten Punkten gewinnt den Hauspokal. Im Moment scheint es, als hätte Slytherin die meisten Punkte, erklärte Dumbledore. Vom Tisch der Slytherins brach ein Sturm aus Jubelrufen und Fußgetrappel los. Ich möchte jedoch Mr. Harry Potter für seine Unerschrockenheit und seinen überragenden Mut 60 Punkte geben, sagte Dumbledore. An Harrys Tisch brach ein ohrenbetäubender Lärm los. Aufgrund der zusätzlichen Punkte hatte Gryffindor den Hauspokal gewonnen. Es war der schönste Abend in Harrys Leben. Schöner noch, als im Quidditch zu siegen oder Weihnachten oder Bergtrolle erlegen. Niemals würde er diesen Abend vergessen. Trotz der netten Atmosphäre und der unterhaltsamen Momente ist dieses Spiel wirklich überwältigend schlecht. Ich finde es schön, dass die Entwickler scheinbar für ihre Recherche gängige Hogwarts-Literatur zu Rate gezogen haben, aber dennoch ist die Handlung beschämend in peinlich holprige, zweisekündige Zwischensequenzen und nachlässig zusammengeworfene Seiten eingebunden. Hermine taucht erst zur Hälfte auf und dann noch ein paar Mal kurz vor dem Ende. Sie scheint keine Bedeutung für die eigentliche Handlung zu haben, während sie im Buch und im Film immens wichtig war. Die Entwickler drängen auch verzweifelt die Charakterentwicklung innerhalb von 2 Sekunden voran. Und die Geschichte vom Stein der Weisen wird erst etwa 10 Minuten vor dem Ende vorgestellt. Grafisch ist das Spiel ein wenig düster, aber technisch zu der Zeit auf dem neuesten Stand. Die Gebiete sind schön detailliert und einige Orte sehen auch ganz schick aus.
Den Entwicklern ist es gelungen, den Charme von Hogwarts, den es im Film hatte, heraufzubeschwören. Und an den Stellen, wo es hakt, kann man zumindest sehen, dass sie es versucht haben. Die Charaktermodelle aber sind gnadenlos hässlich. Kaum bin ich den entstellten Rotschopf losgeworden, greift mich die nächste deformierte Fratze an und versucht mir, ihre Freundschaft aufzudrängen. In Bezug auf den Klang ist das Spiel absolut okay. Die Musik ist stimmig, aber die Dialoge sind wild. Ich denke schon. Naja, aber bin ich froh, dass ich Harry Potter und der Stein der Weisen besitze? Ja. War ich froh, dass ich es noch einmal gespielt habe? Auch ja. Es mag seltsam klingen, aber trotz der leichten Aufgaben und nun ja, den noch leichteren Aufgaben, hatte ich ziemlich viel Spaß damit. Trotz seiner Mängel kann ein Harry Potter-Fan knappe 3 Stunden Spaß damit haben. Diejenigen, die keine Fans sind, sollten das Spiel aber lieber verstauben lassen. Es macht irgendwie Spaß und bietet viel Abwechslung, aber es ist einfach nicht wirklich gut.